das verbündete Budget unter Kontrolle. Den Plan der gemeinsamen Handlungen besprachen die Vorsitzenden des Komitees der Staatskontrolle von Belarus und des Rechnungshofes Russlands. In Moskau beriet das gemeinsame Kollegium der obersten Organe der Finanzkontrolle beider Länder. Das Hauptthema war die wirksame Nutzung der Mittel des Budgets der verbündeten Staaten. Es wurden die Berichte für die vorhergehenden Jahre analysiert. Mit der Öffentlichkeit wurden die Pläne über den Bau der zweiten Ringautostraße um Minsk besprochen. Ihre Ausdehnung beträgt 160 Kilometer. Es werden zwei Halbringe aufgebaut sein, die die alten Grundstücke des Weges zumachen werden. Der erste Teil der Trasse wird 2,5 Kilometer länger sein als geplant. Die Projektanten haben sich bemüht, die Landgrundstücke zu umgehen, die auf den Wegen gelegen sind. Jetzt wird das neue Projekt ausgearbeitet. Mit dem Bau des ersten Teilstückes des zweiten Rings wird schon in diesem Monat begonnen. Die Menschen haben die Sonne vollständig zum ersten Mal gesehen. Die dreidimensionale Darstellung auf die Erde haben zwei Raumschiffe der NASA gesendet, die sich ringsumher um den Himmelskörper drehen. Die Gelehrten bemerken, die Teleskopien sind auf die ultraviolette Ausstrahlung gestimmt. Es wird mit einer hohen Genauigkeit zulassen, das kosmische Wetter für die Erde vorauszusagen. Das Anlageabkommen mit der Gesellschaft Danone Unimilk wird revidiert werden. Das Ministerium für Landwirtschaft und der Lebensmittel hat erklärt. Wir erinnern, vergangene Woche hat der Präsident die Unzufriedenheit von der Arbeit der Investoren auf unserem Markt geäußert und hat aufgefordert, die Ausführungen aller Vereinbarungen zu gewährleisten. Auf den Milchmarkt unseres Landes war die Gesellschaft Danone Unimilk zu Vorzugsbedingungen zugelassen, und hat Zugang auf die Rohstoffe bekommen. Nachher wurden sie nur für den Export der Milch verwendet, das heißt tatsächlich nur auf den Export des Produktes beschränkt. Dies widerspricht dem zweiseitigen Abkommen. Danone Unimilk hat den Anteil der Aktien aufgekauft und sich nicht an die Vereinbarung, Verarbeitung des Rohstoffes gehalten. So geht es nicht. Alles, was vereinbart war, muss erfüllt werden. Die versprochenen Mengen der Milch an Russland können wir selbst verkaufen. Im Leltschitzki-Bezirk haben Grenzsoldaten ausländische Wilddiebe festgenommen, die heftigen Widerstand leisteten. Die Grenzsoldaten wurden durch Schüsse an der belorussisch-ukrainischen Grenze auf die Wilddiebe aufmerksam. Sergei Lusay, der Ausbilder für Diensthundeführer an der mobilen Grenzwache der Gomeler Grenzgruppe: Wir haben die Spuren von drei Menschen zur Grenze aufgedeckt und haben die Verfolgung aufgenommen. Zwei von ihnen hatten wir fast eingeholt, und diese haben den dritten, der vor ihnen lief, die Gewehre nachgeworfen. Sie wussten, wenn wir sie mit den Gewehren fangen, droht ihnen Gefängnis. Im Handgemenge haben unsere Grenzsoldaten gesiegt. Der dritte ist mit den Gewehren über die Grenze geflohen. Bei sich hatten die Verhafteten erschossenes Wild und die Patronen für die Büchsen. Die ukrainischen Gäste versicherten, dass sie sich geirrt haben. Aber woher sie die erschossenen Tiere haben und warum sie eine Rauferei mit den Grenzsoldaten veranstaltet haben, konnten sie nicht erklären. Ihnen wird der Verstoß gegen Artikel 4 des administrativen Gesetzbuches zur Last gelegt. Die belarussischen Grenzsoldaten halten jährlich Dutzende ukrainischen Pilzsammler und Wilddiebe auf. Jedoch die illegale Kreuzung der Grenze mit den Waffen in den Händen, wenn auch jägerhaft, ist ein Verstoß aus der Reihe hinausgehend. Den ausländischen Wilddieben drohen Millionen Strafen. Übrigens könnten sie für dieses Geld prächtigere legale Tours in den Jagdgründen von Belarus organisieren.
Средства, неэффективно потраченные на реализацию совместных белорусско-российских программ, должны быть возвращены в бюджет союзного государства. Это решение приняли сегодня главы Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России. Das verbündete Budget, die Mittel für die Realisierung der gemeinsamen belarussischen-russischen Programme, die nicht effektiv ausgegeben sind, müssen ins Budget des verbündeten Staates zurückbezahlt werden. Diese Lösung haben die Chefs des Komitees der staatlichen Kontrolle Belarus und des Rechnungshofs Russlands übernommen. Für den Leiter des belarussischen kontrollierenden Amtes, Alexander Jakobsuna, ist dieses Treffen in Moskau das erste im neuen Amt. Die Hauptfrage in der Tagesordnung war der Mechanismus der Rückzahlung. Nach dem Audit, das die Fachkräfte der zwei Länder durchgeführt haben, hat sich Folgendes herausgestellt. Aus 40 Projekten wurde nur ein Drittel voll realisiert. Die größten Probleme, so die Kontrolleure, sind seltsamerweise in den Militärämtern. Es sind die Projekte nach der Versorgung der technischen und Eisenbahnsicherheit nicht realisiert, es wurden die Mittel nicht verwendet, die für die Ausrüstung der Grenze vorgesehen waren. Sowohl die Staatskontrolle als auch im Rechnungshof hat man dem Vorschlag der belarussischen Seite zugestimmt, die Finanzierung der nicht effektiven Projekte einzustellen und die Vollzieher zu verpflichten, die Mittel zurückzugeben. Auch in das Blickfeld der kontrollierenden Organe ist die Arbeit der Gesellschaft des verbündeten Staates und ihr Projekt der filmbrestische Festung geraten. Die Ämter haben versprochen, dem Verleih zu helfen, damit es vielen Menschen möglich ist, den Film zu sehen. Auch hier wurden große Mängel festgestellt. Челешка Новообшасова работает на пределе. Все 92 места заняты, а в коридоре новые лица. Ну, приехал, прописки нету, военком я направил сюда. Здесь их регистрируют, и для кого-то приют становится вполне определенным местом жительства. Информация о тех, кто встал на учет, заносится в базу данных. Если у человека нет дома, а также прописки и документов... Das Nachtasyl für die Obdachlosen. Hier kann täglich jeder Bedürftige das Dach über dem Kopf finden, eine warme Mahlzeit und die ärztliche Betreuung. Von den Kunden des Nachtasyls wird nur eines gefordert, die Spirituosen nicht zu missbrauchen. Hier registriert man sich, und für so manchen wird das Obdach ein vollkommen bestimmter Wohnort. Die Informationen darüber, wer Berücksichtigung gefunden hat, werden in die Datenbank eingetragen. Wenn der Mensch keine Wohnung hat, sowie keine Anmeldung und Dokumente, so wird er hier angemeldet und er bekommt einen Personalausweis. In den Bewohnern des Nachtasyls kann man nicht erkennen, dass es Obdachlose sind. Obwohl noch gestern buchstäblich auf der Straße, hier bekommen sie zu essen, es werden die Haare geschnitten und bekommen reine Kleidung. Galina Paramonov. Wenn jemand falsch handelt, lenkt er oft nicht die richtige Bahn. Und wenn es gibt, so setzt man oft zu trinken an. Nach den Regeln kann sich jeder hier einfinden. Wen wird Glück haben, finden wir auch Arbeit. Meistens Saisonarbeit. Es hilft die Verwaltung. Запуталась в хитросплетениях операций с недвижимостью, вместо денег за жилье получила статус бомжа. Дом ночного пребывания дал ей тепло и кров, однако это временно. Единственная надежда теперь у Тамары на пропавших родственников. Кажется, что я еще найду их. Я не теряю надежды на это. Константин Глубокий, Виталий Строк, наши новости, ОНТ. Die Vulkane haben sich in den Luftverkehr wieder eingemischt. Die Säule aus dem Gas und der Asche nach dem Ausbruch auf Kamtschatka ist auf die für die Flugzeuge gefährliche Höhe hinaufgestiegen. Die Vulkane Karymski und Kizimen sind wieder aufgewacht. Die Auswürfe aus dem Krater sind auf 4 Kilometer hinaufgestiegen. Die Teilchen der Asche können in die Mechanismen der Flugzeuge geraten und eine Katastrophe provozieren. Das letzte Mal mischten sich die Vulkane in den Plan der Flüge im vorigen Frühling ein. Der isländische Eyjafjallajökull hat den Luftverkehr in ganz Europa für eine Woche lahmgelegt. Ну, а
Ситуация на юге Беларуси из-за обильного таяния снега остается сложной. Die Situation im Süden Weißrussland bleibt wegen des reichlichen Schmelzens des Schnees kompliziert. Der Wasserstand im Pripyat und westlichen Bug ist kritisch. Die Keller der privaten Häuser, wo die Vorräte bewahrt wurden, sind mit dem Wasser überflutet. Jetzt arbeiten auf den Stellen die Mitarbeiter der Regionsverwaltungen des Katastrophenschutzministeriums. Ihnen haben sich die Bauarbeiter und die Eisenbahner angeschlossen. Es sind 18 Dörfer zurzeit überschwemmt. Das Wasser bedroht noch 80 Orte. Allen Bewohnern des möglichen Notstandsgebiets wird geraten, sich mit den Lebensmitteln einzudecken. Die Regierung bearbeitet ein Projekt des nationalen Programms zur Entwicklung des Exportes. In 5 Jahren soll er auf das Doppelte anwachsen. Bis zum Jahr 2014 soll das Land auf den positiven Saldo des Handels hinausgehen. Diese Parameter sind in der 4. belarussischen Volksversammlung beschlossen worden. Das Regierungsprogramm sieht vor, die komfortablen Bedingungen für die Heranziehung der ausländischen Investitionen und der Eröffnung der exportausgerichteten Produktionen zu schaffen. Die neue Taktik gegen das gesetzwidrige Parken der Lkw in Gomel. Jetzt muss man auf die Fahrer nicht mehr warten, die ihre Lkw auf verbotenen Plätzen geparkt haben. Es genügt, die technischen Mittel für die Blockierung der Räder zu verwenden. Auf das linke Vorderrad wird eine Sperre angelegt. Auf der Einrichtung ist ein Schild mit dem Telefon der Verkehrspolizei. Die erste Befreiung des Autos wird dem Fahrer 175.000 Rubel, nochmalig bereits 350.000 Kosten. Die Gomeler regionale Kraftfahrzeuginspektion hat 10 sperrende Einrichtungen gekauft. Die großen Probleme in den engen Straßen, besonders für den Stadtverkehr, schaffen die Lastwagen, die anstelle der gebührenpflichtigen Haltestellen die Straßenränder bevorzugen. In Minsk wurde ein Student verhaftet, der sich ein ungewöhnliches Einkommen erdacht hat. Durch das Internet bot er die Arbeitsbeschaffung auf den russischen Bauten an. Für die Erledigung der Einweisung bat er im Voraus, die Karte bis nach Moskau zu kaufen. Dann nahm er, angeblich für die Registrierung, das Ticket an sich und gab es an die Kasse zurück und behob den Fahrpreis. Die Miliz hat schon 9 Anzeigen behandelt. Президента о развитии предпринимательской инициативы вскоре заработает активнее. Проект плана ее реализации уже готов и на днях поступит в правительство, сообщили сегодня в Министерстве экономики. В разработке участвовало деловое сообщество. В итоге для существенного улучшения бизнес-климата в стране предстоит принять более 100 нормативных актов. Сейчас документ рассматривает администрация президента и Высший хозяйственный суд. Впрочем, некоторые положения директивы уже выполняются. Одно из них – допуск частного сектора к государственным программам, в которых в этом году примут участие свыше 100 малых предприятий. Среди инвестиционных проектов немало и масштабных. Речь, в частности, о строительстве новых современных производств. Das Projekt des Planes der Realisierung der Direktive über die Entwicklung der Unternehmerinitiative ist fertig, und in diesen Tagen wird die Regierung handeln, hat das Ministerium der Wirtschaft mitgeteilt. An der Entwicklung nahm die geschäftliche Gesellschaft teil. Im Übrigen, einige Punkte der Direktive wurden schon erfüllt. Einer von ihnen, der Zutritt des privaten Sektors zu den staatlichen Programmen, an denen in diesem Jahr über 100 Kleinunternehmen teilnehmen werden. Unter den Anlageprojekten ist es nicht wenig. Die Rede ist insbesondere über den Bau der neuen modernen Produktionen. Noch ein Schritt auf dem Weg der Befreiung der geschäftlichen Initiative wird die Vereinfachung des Systems bringen. Für die Rechnungen gibt es vereinfachte Berechnungsdokumente sowie eine weitere Senkung der Steuerbelastung. Nach der Schätzung des Ministeriums nach werden Steuern und die Gebühren schon in diesem Jahr um mehr als 20% sinken. Раскрепощением бизнеса, с выходом предприятий и организаций из кризиса,
постепенно налоговая нагрузка, конечно, будет сокращаться. Какие налоги конкретно, сейчас трудно сказать, потому что это очень серьезно будет зависеть от экономической ситуации складывающейся. Здесь надо просчитывать возможности бюджета, потому что, вы знаете, у нас очень высокие обязательства социальные и очень высокие социальные гарантии перед гражданами, поэтому здесь трудно сейчас оперировать цифрами, но то, что эта динамика будет нацелена на снижение налоговой нагрузки, это однозначно. Максимально учитывать возможности единого экономического пространства потребовал премьер-министр при разработке... Das Projekt des nationalen Programms der Entwicklung des Exportes wurden in der Sitzung des Präsidiums SOFMINA besprochen. Der Ministerpräsident hat maximal gefordert, die Möglichkeiten des einheitlichen Wirtschaftsraumes bei der Entwicklung der Exportstrategie von Belarus zu berücksichtigen. In 5 Jahren soll der Verkauf ins Ausland doppelt wachsen, und sogar mehr. Den Saldo des Außenhandels will man bis 2014 ebnen. Und 2015 soll der Export den Import übertreffen. Diese Aufgaben sind nicht neu, sie wurden bereits früher vom Präsidenten und die Delegierten der Volksversammlung haben sie unterstützt. Der Regierung steht bevor, die komfortablen Bedingungen für die ausländischen Investitionen zu schaffen. Im Land muss man die exportausgerichteten Produktionen mehr entwickeln. Betreffs des Projektes des Programms gibt es nach der Expertenmeinung im Dokument noch Lücken. Es sind die neuen Möglichkeiten des Zollbündnisses der drei ungenügend berücksichtigt. Es steht die Ausarbeitung des Programmes bevor. Не смогла только половина дома. Закрытая дверь в комнату спасла хозяина и его приятеля. Еще 4 друзей задохнулись в дыму. В выгоревшей кухне и прихожей их тела нашли спасатели. Старшему из погибших было 27. Посреди ночи криков о помощи соседи не слышали. Под утро их разбудил взрыв петард. Beim Brand eines Hauses in der Nähe von Minsk sind 4 Menschen umgekommen. Unter den Toten Mitglieder von der Gesellschaft der Jugend. Im Feuer entkommen sind nur die Hälfte des Hauses. Die geschlossene Tür ins Zimmer hat den Besitzer und seinen Freund gerettet. 4 Freunde sind im Rauch erstickt. In der verbrannten Küche und dem Flur haben die Retter die Toten gefunden. Die Nachbarn wurden am Morgen durch eine Explosion geweckt. Durch die hohe Temperatur ist das mit Schiefer bedeckte Dach explodiert. Der Brand in dieser Gegend ist bereits der 2. in diesem Jahr. Im Svetlogorski-Bezirk sind am Anfang des Monats 5 Menschen verbrannt. Die Gesellschaft der Jugend erholte sich in einem Landhaus. Mit der Untersuchung beschäftigen sich die Ermittler der Staatsanwaltschaft. Die Quelle des Brandes wurde bereits festgestellt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Schuldtragende umgekommen ist. Das Feuer im Haus ist durch eine weggeworfene Zigarettenkippe entstanden. Eine solche Version wird auch durch die Statistik bestätigt. In 75% der Brandfälle ist die nicht gelöschte Zigarette schuldig. По одной из версий, огонь в доме разгорелся от окурка. Пока такую версию подтверждает и статистика. Половина пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем, а в 75% случаев гибели людей в огне виновата непотушенная сигарета. Алексей Болотов, Денис Ткаченко, наши новости ОНТ. Строительство и ремонт без скандалов. Независимые эксперты готовы оценить качество работ с профессиональной точки зрения. В Беларуси открылся отдел судебных строительно-технических экспертиз. Кто-то из новостей... Der Bau und die Reparatur ohne Skandale. In Belarus wurde die Abteilung der gerichtlichen bautechnischen Behörde gegründet. Jemand aus den Neusiedlern hat einen Riss auf der Fassade entdeckt, oder bei einem anderen ist sie in der Wohnung an der Wand erschienen. Jemand muss den Umfang der Bauarbeiten, ihren Wert, sowie die Wohnung auf die Brauchbarkeit für den Aufenthalt bewerten. Jetzt kann man für die Lösung der Streitfrage die unabhängige gerichtliche Behörde einschalten. Wie es heißt, wird diese Behörde alle baulichen Mängel zu beseitigen anordnen, sowie Schadenersatzforderungen einklagen. В течение месяца специалист свое заключение подготовит, так? И у некомпетентного, да, в этой области человека будет заключение,
компетентного специалиста. In Belarus fegte der Orkan Nikolas. Die Notdienste folgten den Zyklon buchstäblich auf dem Fuße. Tausende Menschen sind ohne Strom. Es sind viele Bauten beschädigt. Zu dieser Stunde sind noch 250 Orte ohne Energieversorgung. Insgesamt hat der Wind in 1300 Siedlungen und Dörfer die Stromleitungen beschädigt. Am meisten hat das Gebiet Grodno gelitten. Es wurden die Antennen der mobilen Operatoren niedergeworfen, von Werbeschilder und fallenden Bäumen sind Autos beschädigt worden. In Minsk hat die Schaustellung des Alpinen Zentrums gelitten. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der materielle Schaden wird jetzt berechnet. Inzwischen haben die Meteorologen die Warnung vor dem Sturm für heute verlängert. Im Exekutivkomitee der GUS in Minsk werden die Fachkräfte des Katastrophenschutzministeriums, die Ökologen und die Ökonomen die Bildung des Reservefonds für Hilfeleistung an die Länder, die von den Überschwemmungen, Brände und anderer natürlicher Katastrophen betroffen werden, besprechen. Wobei es sich nicht nur um die Finanzseite, sondern auch wie man mit den Kräften und den Ressourcen helfen kann. Die 18. internationale Buchausstellung Messe in Minsk eröffnet. Auf dem Forum werden die größten Ausgaben Russlands, aus Italien, Frankreich und Schweden vorgestellt. 22 Länder nehmen daran teil. Ehrengast der Messe in diesem Jahr ist Deutschland. Der deutsche Stand ist der größte. Sowohl nach der Fläche als auch nach der Anzahl der Exponate. 700 Bücher der verschiedensten Genres, von der Klassik bis zu den Verfasser-Comics. Ein zentrales Thema der Exposition ist die ökologische Architektur. Die Universitäten von Belarus sind ins weltweite Rating der Hochschulen zum ersten Mal aufgestiegen. Im Verzeichnis sind 12.000 Hochschulen erfasst. Unter den besten, die belarussische staatliche Universität. Für eine beliebige Hochschule ist es eine Art Werbung. Über das Internet kann man Studenten aus anderen Ländern her anziehen. Zum Beispiel werden jetzt mehr als 2000 Ausländer ausgebildet. Die Anwesenheit im weltweiten Rating wird ihre Zahl nur vergrößern. In das angesehene Rating sind weiters die Grodner Staatliche Universität, die Belarussische Universität der Informatik und der Funkelektronik und die Staatliche Pädagogische Universität aufgestiegen. Das Rating wird zweimal im Jahr erneuert. In der allernächsten Zeit wird Belarus keine neuen Steuern einführen. Dies hat der Finanzminister auf dem Kollegium des Amtes erklärt. Nach den Schätzungen der Fachkräfte entspricht die jetzige Struktur, die auf 7 Schlüsselsteuern aufgebaut ist, voll den Standards der entwickelten Länder. Außerdem rechnet das Finanzministerium schon im folgenden Jahr den Satz der Steuer auf den Gewinn von den jetzigen 24% auf 20% und ihn nachher, bei guten Bedingungen, auf 18% zu verringern. Es sind dies die niedrigsten Steuern in Osteuropa. Andrei Scharkowitz, der Finanzminister von Belarus. Von der Steuer auf den Gewinn werden vollständig befreit sein jene, die auf die Bildung von neuen und auf die Modernisierung der Produktionen gerichtet sind. Wenn das Unternehmen beginnen wird, Gewinn abzuwerfen, wird es von der Steuer bis zur vollen Rückflussdauer der Investitionen der getragenen Aufwände befreit werden. Es ist die Grundlage für das Heranziehen von langfristigen Investitionen. Auch schafft das Ministerium der Finanzen die zusätzlichen Stimuli für die Einführung der wissenschaftlichen Entwicklungen. Zum Beispiel, beim Verkauf der Hochtechnologieproduktion der eigenen Produktion wird die Steuer auf den Gewinn nur 10% betragen. Die Miliz konnte einen Verbrecher, der vor 1,5 Jahren entlaufen ist, verhaften. Die Operation der Festnahme ist schnell gegangen.
Diesmal ist Sergej Pützko nicht dazu gekommen, Widerstand zu leisten. Jetzt wurde er wieder in den Isolator zurückgestellt. Der Rückfallstäter ist im Sommer 2009 geflohen. Er ist unterwegs aus dem Untersuchungsgefängnis in das Gericht aus dem Fenster gesprungen. Er war mehrmals für die Aufbewahrung von Waffen, der Munition und der Sprengstoffe abgestraft. Und nach der Flucht von Pützko wird die Strafe ergänzt werden. Ihm drohen bis zu 7 Jahren Freiheitsentzug. Die Gesetzgebung über das Business werden Übereinstimmung mit den Forderungen der Direktive 4 bringen. Das Justizministerium arbeitet an den neuen Normen. Sergej Sartiran, der Vorgesetzte der Hauptverwaltung. Der Grundbeleg der Direktive 4 ist in Vorbereitung. Damit wir verstehen, welches Massiv der Gesetzgebung wir korrigieren müssen. Er enthält etwa 140 Positionen. Es beginnt beim Schutz des Privateigentums, der Vereinfachung der Steuergesetzgebung, der Senkung bürokratischer Hürden, um die wichtigsten zu nennen. Bis zum Ende des Jahres muss es umgesetzt sein. Die elektronische Registrierung im Internet, die Vereinfachung des Dokumentendurchlaufs, das viel zur Verbesserung des Geschäftsklimas beitragen wird. Die Direktive sieht die Nicht-Einmischung des Staates in den Schaffen des Business und den Übergang zur Marktbildung der Preise vor. Планируется, что проект каждого изменения в законе будет вынесен на общественное обсуждение. In Russland ist der mittlere Umfang des Schmiergeldes auf 15 bis zu 20.000 Dollar gewachsen. Diese Korruptionsstatistik veröffentlicht die russische Presse. 20.000 Dollar für eine positive Erledigung. So viel müssen im Durchschnitt jetzt die Russen als Schmiergeld zahlen. Im vorigen Jahr war diese Summe laut Angaben der Staatsanwaltschaft noch um 5.000 weniger. Das Ergebnis der Untersuchungen während des ganzen vorigen Jahres brachte zum Tage, dass den ersten Platz, was die Korruption betrifft, die Staatsbeamten beteiligt sind. 47% von der Gesamtmenge der Bestechlichkeit und der Missbräuche sind Raub der Aktien der Staatsbetriebe, die Aneignung und der Verkauf des Staatseigentums, der Handel mit den Ämtern, das Schmiergeld für die Sendung in die langfristige Miete der Kommunen, die Machenschaften bei der Durchführung der Staatseinkäufe. Die zweite Position nehmen die Polizisten ein. Bezahlt wird für die Unterbrechung oder Einstellung von Strafsachen, Zuwendungen von Banditen und deren Organisationen und so weiter. Auf dem dritten Platz nach der Menge der Korruptionsverbrechen, die Ärzte. Es beginnt beim Einkauf der Ausrüstung und der Medikamente mit überhöhten Preisen, sowie die regelmäßigen unberechtigten Forderungen der geldlichen Belohnung für die ärztliche Betreuung. Предлагается в срочном порядке по телефону или в СМС сообщить об этом начальству. Хотя на практике получается чаще, что сами госслужащие вымогают деньги за свои услуги. Что делать в таком случае, в памятке не говорится. Светлана Корольская, Роман Демидов, Наши новости, Москва. Auf der Schwelle des Hochwassers ist die Bereitschaft die Nummer 1 in Belarus. Die Organisationen des Wassertransportes arbeiten mit sicheren Geräten auf den schiffbaren Flüssen und den Kanälen. Die besondere Aufmerksamkeit gelten den Flüssen Pripyat, Pina und Gorön, wo der Wasserstand übergetreten ist. Dabei arbeiten die Dispatcherdienste und die Katastrophendienste 24 Stunden durchgehend. Die Planierraupen, Autokräne und die Kipper sind in den Häfen Gomels und Mosyrja im Dienst, und die Eisbrecher sind im Einsatz. Bis zum Ende des Jahres werden die Betriebe MTS in der Bolivarianische Republik in Betrieb gehen. Dort ist geplant, 10.000 Traktoren und 5.000 Lastkraftwagen im Jahr zu montieren. Außer den Maschinenbauproduktionen und den Export muss man auch bei anderen Industriezweigen ansetzen. In Venezuela ist geplant, bis Herbst die Ziegelei mit dem Produktionsumfang von 100 Millionen Stücke im Jahr zu eröffnen.
Es wird den belarussischen Unternehmen aktiver erlauben, den südamerikanischen Markt sich anzueignen.